Hallo Leute! Frohes neues Jahr und herzlich willkommen zu Kochlust. Heute Avocado-Lust, oder? Ist das Avocado? Melanzane-Lust. Schau, wir haben nicht verredet. Heute geht es um unseren neuen Schatz hier in der Küche. Den haben wir jetzt schon ein bisschen länger. Neues Jahr, neues Glück, neue Küchengeräte, alles neues Gerät. Neu. Ja, wir haben es hier hinten. Hier ist unser Schätzchen. Ja. Wir holen es gleich vorne erstmal vorweg. Was machen wir mit denen heute? Wir werden Grille. Fleisch machen. Wurst. Melanzani oder Aubergine. Wir werden einen Toast machen, ein Sandwich machen und einen Burger machen. Und wir werden Waffeln machen. Man kann mit denen auch Waffeln machen. Dann haben wir alles durchgetestet. Das Ganze werden wir relativ schnell durchtesten, dass das Video nicht zu lange wird. Und wir holen mal unser Gerät nach vorne. Hol es mal, liebe Frau. Ich mache dir mal Platz hier. Ja, hau mal ab hier. So. So. Jetzt sagen wir mal, also es ist ein Toaster oder auch Plattengrill, wie man das nennt. Und zwar wieder von Cook. Ja. Also Cook schickt uns jetzt immer ein paar Geräte zum Testen. Und wie ihr wisst, wir hatten ja vorhin den Vakuumierer. Das andere Toaster. Ein Opti-Grill. Den Opti-Griller war leider von kaputt. Von Defal. Ja, war leider kaputt. Ich bin froh, den jetzt zu haben. Und der hat genau das, was sich mir beim Opti-Grill gefehlt hat. Erstmal, aber was kann er noch? Was er neu anders kann? Man kann ihn sogar aufklappen. Doppelgrill. Hast Doppelgrill. Du kannst die Platten drehen. Ja. Drehen und wenden. So. Und hast eine glatte Fläche. Weißt du was, ein Ei machen wir auch noch. Das hole ich mir schnell. Ja, hol mal ein Ei. Soll ich die untere Fläche auch gleich wechseln? Dass man sieht, dass das voll einfach geht. Ja. Also das ist das Grundgerät. Und dann kann man noch solche Platten dazu kaufen. Deswegen machen wir noch Waffeln. Wir haben sie schon gemacht. Ihr seht, nicht mal geputzt habe ich es. Die Waffeln sind top. Da freuen wir uns drauf. Die machen wir dann später. Aber... Was machen wir jetzt? Das Ei. Machen wir mal ein Ei drauf. Als und dann erst machen wir brauchen Waffeln. Wir Strom für dieses Gerät. Warte okay. mal. Wir zeigen es mal. Moment, machen Warte, wir mal ich, kurz ein paar Aufnahmen. Ich hole schnell. Dann. Na, jetzt brauche ich noch keinen Strom. Ach so. Wir machen es hier hinten. Ja, aber das sehen Sie es doch nicht. Okay. So, vielleicht ich möchte mal hier was sagen. Hier, das Schöne ist, die Platten haben hier immer den Ausguss. Und hier hinten, Moment, ich mache hier mal zu. Kommt dann überschüssiges Fett oder so, wenn man was macht, geht dann hier rein. Und das kann man dann hier so ausleeren. Das Schöne ist, das braucht extrem, also ihr seht, extrem wenig Platz. Hier vorne ist nichts, ja. So wie bei den anderen, die haben meistens vorne den Auslauf und brauchen relativ viel Platz. Das ist hier echt super gelöst. Moment, also er hat eine Auftaufunktion, das haben wir noch nie benutzt, werden wir wahrscheinlich auch nie. Ich habe keine Ahnung, für was das gut sein soll. Ja, jetzt nur die untere Platte. Man kann auch nur eine untere Platte. Dann das geht, braucht man ja jetzt. Ja, dann geht nur die, also man kann es auch extra machen. Do it yourself, kannst du dir selbst machen, also einstellen. Und hier im Menü hat man also Funktionen. Rind, Fisch, Huhn, Würstchen, Burger, Bacon. Ich persönlich benutze das nicht. Ich liebe diese Funktion. Die hat mir immer gefehlt früher. Ich kann hier selbst die Grad einstellen und die Zeit. Das ist alles, was mich glücklich macht. So, wir machen untere Platte. Start. 200 Grad. 200 Grad. Pre heißt Preload. Und das Gerät heizt jetzt auf. Und zwar nur die untere Platte. Also man kann das auch schön auf den Tisch stellen, zum so grillen. Da könnte man auch mal eine Wette machen, wer länger die Hand auf der Platte hält. Oh mein Gott, jetzt muss ich das Video wieder kennzeichnen. Achtung Kinder, idiotische Tipps. Nein. Er tut das ja nicht. Hä? Also man kann es auch so umdrehen, dann habt ihr eine glatte Fläche, eine Rillfläche. Man kann auch das auf dem Balkon mal so ein bisschen benutzen. Das ist wirklich cool, dass das zum Aufklappen geht. Ja. Habe ich das Ei schon geholt? Ja. Oh. Gelegt auch schon. Hast Glück gehabt, dass nur noch eins drin war. Das letzte Eichen. Tierwohleier. Mhm. Wird schon schnell warm. So. Wir warten schnell, bis das aufheizt und danach gibt es die Waffeln. Wir machen das jetzt alles ein bisschen in Schnellvorlauf. Hier haben wir jetzt dieses Ei einfach so auf die gerade Pfanne. Ihr seht, das brät schön für sich hin. Wir drehen es jetzt mal um, dass oben das Weiße auch noch ein bisschen durch ist. Lassen es jetzt nicht zu lang oben. Ich mag es, wenn das Gelbe soll immer noch schön weich sein bei mir. Passt gut, klebt auch nichts an. Habe jetzt hier aber ein bisschen Butter oben gehabt. Und wir stechen es durch, alles weich, alles passt. Eiertest passt und weiter geht's zu den nächsten Tests. Jetzt machen wir mal einen Toast. Ich habe es jetzt ein bisschen so verkürzt. Und ihr seht von der Größe hier, passen hier 6 Toasts rein. Das ist schön. Sind aber die kleinen Brötchen, muss ich dazu sagen.
Und dann machen wir den einfach zu. Ich mache sie am liebsten mit 200 Grad. Kann man sich die Grad einstellen, wie man möchte. Und so sieht er dann aus. Also ihr seht, er hat ein schönes Bräunungsmuster. Das passt. Das ist für mich wichtig. Der Toast sollte schön braun sein. Und was wichtig ist, dass der Käse natürlich nicht innen zu heiß geworden ist, dass er rausrinnt oder dass er innen noch roh ist, dass das ein bisschen zusammenpasst, die Temperatur. Ich schneide ihn euch jetzt mal auf und dann schauen wir mal hier rein, wie schaut denn der Toast von innen aus. Und ja, also passt super, Käse ist nicht zu Wasser geworden und der ist auch nicht kalt. Perfekt, so soll er sein. Jetzt probieren wir mal ein paar Würstchen. Ich mache die hier jetzt im Wurstprogramm. Das Wurstprogramm macht 160 Grad, das heißt, man tut sie auch kalt da rein, roh rein. Und normal mache ich das anders. Ich koche die ein bisschen vor, dass die warm sind und nehme dann mehr Grad, damit ich mehr Bräunungsstreifen erhalte. Aber ich mache es jetzt mal so, wie es der Toaster will. Und wir sehen jetzt, wir haben ein paar Bräunungsstreifen drin. Für mich sind es zu wenig. Ich möchte das mehr knuspriger haben. Aber das ist jetzt egal. Theoretisch ist es okay so. Der Effekt ist gut. Und auch innen, die Wurst ist heiß. Sie war innen noch kalt. Jetzt ist sie heiß geworden. Und also alles passt zusammen. Jetzt werden die Schweine, was haben wir hier? Karree-Steaks probieren wir durch. Ich habe jetzt einfach das Programm Rind genommen. Schwein steht nicht oben. Aber das geht ja auch gut. 32 Grad hat er so vorgestellt für 5 Minuten. Ich tue jetzt einfach so rein und tue einen Deckel drauf. Und lasse die einfach so dahin grillen. Und meiner Meinung nach, da denke ich mir, oh, 5 Minuten war ein bisschen lang für oben und unten, aber wir schauen es uns mal an. Also das Grillmuster, das passt gut, sieht super lecker aus, sind natürlich sehr heiß, ja, ich mag es meistens nicht, wenn sie ganz so lange gebraten sind. Deswegen war ich hier erst noch ein bisschen skeptisch und dachte, das wird jetzt ziemlich trocken werden wahrscheinlich. Aber hat mich dann gewundert, wir haben es dann nochmal, ich habe es nochmal 2-3 Minuten dann rasten lassen und es war richtig gut, das Schweinefleisch, also richtig super gut. Ich hätte es mir vielleicht sonst ein bisschen weniger gemacht, aber das kann man super so essen, so über einen Salat drüber. Also bin ich jetzt nicht enttäuscht über dieses voreingestellte Programm. Ja? Sonst manuell kann man es dann sowieso machen, wie man es möchte. Sieht wirklich gut aus und war auch super lecker. Dann gibt es hier noch so eine Burgerpresse dazu. Ja? Ich zeige es jetzt mal im Schnelldurchlauf. So ist sie zusammengebaut. Man kann dafür dünne Burger machen und auch dicke gefüllte. Das hier ist schön zum Rausheben und das dann ist hier, um die Füllungen zu machen. Ja? Wir machen es jetzt mal. Wir füllen jetzt einfach mal ein bisschen Fleisch unten rein. Dann wird das mit diesem Spachtel da so reingedrückt. Durch das entsteht dann eine Mulde, wo man was reintun kann, wie ihr seht. Ja, kann man natürlich schön, man kann ja reintun, was man möchte. Ich nehme jetzt einfach mal ein bisschen Käse, ein bisschen Tomate, kannst Kräuter reintun, kannst ja alles reintun oder Pilze, egal. Aber ich bin sowieso so ein Käsefan. Dann kommt wieder ein bisschen Fleisch rauf und dann wird das Ganze angepresst. Und dann hat man so ein schönes gefülltes Leibchen, kann man sich hier formen. Jetzt seht ihr das hier, tut man einfach runter, dann kann man es reinpressen und so kann man es schön rausheben, schön gefüllt. Es ist halt dann schon ein bisschen dick, ja, durch die Füllung, also man hat hier schon einen Mordsbrummer, da ist man mit einem ziemlich voll, ja, da ist man keine 2 Stück mehr. So, ich mache es jetzt gleich hier ins Programm, hier haben wir den Grill noch ein bisschen dreckig von den Steaks vorhin, mit Küchenrolle einfach ein bisschen abgestrichen, das geht super leicht weg und habe es auf Burgerprogramm eingestellt, macht der 150 Grad, 8 Minuten, für diese Dicke passt das, ja. Ich sage dann dazu später mehr, für die Dünnen ist das natürlich viel, viel zu viel, da geht das gar nicht mehr. Und wenn ihr jetzt hier die Erhöhung reintut, wenn ihr sagt, ich möchte einen normalen Burger, dann kann man hier einfach das Fleisch reintun, stampfen und dann hat man so einen normalen Dünnburger. Also die habe ich am liebsten in Burger dünn, die dicken mag ich nicht so im Burger selbst. So, das Ganze war jetzt 8 Minuten drin, wir tun es raus, aussehen tut es schon mal richtig fein, ja. Wir haben auch ein schönes Grillmuster, also in einen Burger würde ich jetzt wirklich nicht reintun, wäre mir zu dick. Aber einfach so auf den Teller und ein paar Pommes oder Gemüse dazu, das ist dann schon super lecker. Gerade durch die Füllung sehr interessant. Aber wie gesagt, ist ein Mordspfundskerl das hier. Also für einen, jetzt tue ich hier das Kleine rein. Und ihr seht, er schlägt mir auch hier die 8 Minuten vor. Das ist natürlich viel zu viel. Das wird trocken, das kannst du vergessen. Aber man muss es halt einfach früher raustun. So, jetzt wollen wir das Ganze mal anschneiden und schauen, wie es aussieht. Ja, schön durchgegrillt, die Dicke. Ist natürlich, also ich mag die Burger immer am liebsten, wenn sie noch nicht ganz so trocken sind, wenn sie innen noch so ein bisschen so einen leichten Touch haben. Das hat dieser jetzt. Also der ist ziemlich perfekt für mich jetzt vom Gargrad. Das muss natürlich dann jeder selber wissen. Ihr seht hier schön, Käse zerläuft schön raus, die Tomate schlüpft hier irgendwo nach. Also es sieht gut aus und er ist auch noch richtig saftig. Also für diese Dicke passen mir die 8 Minuten richtig, richtig gut. Wer es natürlich ganz durch möchte, einfach länger drin haben. Wer es noch blutiger haben möchte, einfach kürzer drin haben. Nehmt einfach den Do-It-Yourself-Modus, ist am besten. Ich halte nicht so von diesen Programmen, aber funktioniert tun sie.
Jetzt nochmal zur Demonstration, was natürlich passiert. Das sind nicht mal 8 Minuten, ich tue es glaube ich nach 7 Minuten schon raus, was nach 7 Minuten mit so einem dünnen Ding passiert. Also keine Ahnung, ist das ein Brot geworden? Das ist sowas von trocken. Also das war natürlich ungenießbar. Aber ich wollte es mal durchtesten, dass man auch sieht, man soll sich nicht immer auf die Programme verlassen. Das bringt nichts. Ja, also ihr seht, das ist, ja, es gibt sicher ein paar, die mögen so. Ich zum Beispiel halt nicht so. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste von allen und das ist die Reinigung. Und das geht bei diesen Dingen super leicht. Ich habe es jetzt ein bisschen abkühlen lassen. Wir haben jetzt hier, ihr habt es gesehen im Video. Es war alles, ja, habe ich alles in einem Stück hintereinander gegrillt zum Testen. Und der ist jetzt ziemlich verschmutzt. Einfach ein bisschen Wasser und darüber. Man kann es auch in die Geschirrspülmaschine tun. Ich tue solche Sachen aber nie in Geschirrspüler. Ich weiß nicht warum, bilde ich mir ein, dass es dafür länger super geht und weil es einfach auch schnell gemacht ist. Ein bisschen Wasser abtrocknen, ja. Ein bisschen Feuchtigkeit ist noch. Egal, ich tue es rein, das trocknet dann von Hand aus. Und wie gesagt, das ist wirklich nur, wenn ihr mariniertes Fleisch oder so macht. Wenn ihr einen Toast macht oder so, müsst ihr überhaupt nichts putzen, da wird überhaupt nichts dreckig. Aber das ist jetzt hier der Extremfall. Das soll natürlich zeigen, was es kann. Nehmen wir hier, trocknen es ab. Ich habe das ganze Teil in zweifacher Geschwindigkeit abgespielt. Denkt euch, ich habe ungefähr zweimal so lange gebraucht, wie jetzt der Clip zu. Und schon haben wir das Gerät geputzt. Vorne haben wir noch die Fettspritzer, da fahren wir auch nochmal drüber. Und zack, ist das Gerät super gereinigt. Ja. Hinten hätten wir jetzt noch diese Fettwanne oder wenn was abrinnt, aber die ist jetzt eigentlich nicht groß schmutzig geworden, sonst leert man die nochmal aus. Und hier natürlich eins meiner Lieblingssachen, was ich in diesen Dingern auch mache immer, so ein Grill rein. Ich liebe es einfach, ein paar Auberginen. Oder man kann auch sonst Zucchini oder Paprika oder irgendein Gemüse reintun. Deckel drauf, lass das einfach ein paar Minuten durchgrillen und schon hat man eine super leckere Beilage zu einem Fleisch oder Gericht oder als Salat. Ich liebe das einfach, ein bisschen Salz, Pfeffer drüber, Olivenöl, Balsamico und man hat einfach, man stellt es auf den Tisch, es ist super lecker und das geht nebenbei, es geht von allein. Also das, für das benutze ich das am liebsten immer, so Sachen und Toasts, das ist mein Ding. Herrlich, boah, Schamlohn, oh lecker, ich krieg schon wieder Hunger, wenn ich das sehe, gewaltig. So, wohl. Ab geht's zu den Waffeln, das Gerät ist heiß. Nichts eingeölt, gar nichts. So. Einfach hier die Löffel rein vom Waffelteig. Und Deckel zu. Man sieht, nichts klebt, nichts bleibt hängen. Ah, heiß. Schöne frische Waffeln. Machen wir noch den restlichen. Haben wir ein paar leckere. Und schon haben wir ein paar leckere Waffeln. Ja. Er ist ein bisschen braun geworden, ja, habe ich nicht auf die Zeit geschaut. Aber schmecken tun sie trotzdem. So sehen die Waffeleisen übrigens nach dem Waffelmachen aus. Also nichts klebt, nichts pickt. Da brauchen wir auch gar nicht viel waschen. Einmal mit dem Küchentuch rum und passt. So Leute, jetzt habt ihr alles gesehen und das Fazit zu diesem Plattengrill ist? Ich kann ihn nur empfehlen, ich bin zufrieden. Ja, ist absolut top, ich bin auch zufrieden. Also falls ihr jetzt schon einen habt, so einen Toaster oder Plattengrill, dann müsst ihr jetzt nicht den holen, er erfindet das Rad nicht neu. Aber falls ihr noch keinen habt, dann... Absolut, ich würde zugreifen. Das wäre von allen erhältlichen Plattengrill, was es gibt, wirklich meine erste Wahl, weil wir hatten den Defan Opti-Grill. Ja, und wir haben uns gedacht, okay, wir haben jetzt beide. Den, wo wir mehr zufrieden sind, behalten wir und den anderen kriegt ihre liebe Mutter, meine Schwiegermutter. Und ihr seht ja, der ist der bei ist uns geblieben. Den anderen hat meine Mama. Freut sich natürlich auch drüber, ja, hat sich eine Freude. Ja. Aber auf alle, wir können wirklich super empfehlen. Und den gibt es preisen lassen. Das kann am ich ja noch gar nicht sagen. Jänner? Weil am 17. Jänner gibt es den erst. Ich werde bis zur Veröffentlichung des Videos die Links schon haben, hoffe ich. Und die tue ich da euch dann unten rein. Und das Video, da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen. Und das war's. Den gibt es beim Aldi. Aldi, Online-Shop. Aber Online-Shop, ja. Okay. Ist ein Online-Shop, ja, in Deutschland. Ja, Österreich gibt es nicht, nur in Deutschland bei Aldi. Und das war's, ja, okay. Ich glaube, wir haben alles ein bisschen vorgeführt. Falls ihr noch ein paar Fragen habt für den Grill, schreibt es unten rein. Können wir euch gerne beantworten. Ja. Könntest du auch mal ein bisschen machen? Was?
ein bisschen Kommentare, da bist du so selten unterwegs. Sie ist so schreibfaul, meine Frau. Ja, sie kann nicht gut schreiben. Ja. Sie fragt ja, ich immer, kann gut Schatz, schreiben, aber man muss nicht wie immer schreibt man machen. Jetzt Banane? Da muss ich wieder kommen. B-A-N-A. Ja. Sie kann schon gut schreiben. Sie ist schon auf Zack. Okay, Leute. Ciao. Tschüss.